Jetzt können wir endlich über das Finanzamt reden, oder? So, hört mir mal zu. Ich habe gestern oder vorgestern mit meinem Steuerberater telefoniert. Ich habe ja jetzt vor knapp 5 Tagen oder so, habe ich ja eine E-Mail von meinem Steuerberater bekommen. Also unterschiedlich. Ich habe mal einerseits habe ich Kontakt mit dem Chef der Kanzlei. Jedenfalls hat mich ja mein Steuerberater angeschrieben und hat mir gesagt, ich habe jetzt einen Säumniszuschlag vom Finanzamt bekommen, weil ich eine Rechnung, weil ich eine Nachzahlung von 2021 nicht beglichen habe. Da habe ich mich aber darüber aufgeregt, weil der Steuerberater wusste eigentlich, dass ich diese Zahlung nicht leisten kann. Dann habe ich jetzt vorgestern mit meinem Steuerberater telefoniert. Wir haben erstmal alles aufgedingst. Dann habe ich erstmal erfahren, Greenbar spendet 20 Euro. Dankeschön. Ja, dann habe ich das gestern alles mit denen aufgearbeitet und habe dann erfahren, wir haben das ja dann eingeschickt. Dann habe ich erfahren, dass das Finanzamt, als es herausgefunden hat, dass ich für 2021 zu wenig vorausgezahlt habe, wollten die auf einmal für 22 und 23 auch schon Vorauszahlungen. Das bedeutet, zu meinen eigentlichen Schulden kam nochmal 60% obendrauf. Also die wollten nochmal zu den Schulden, die ich sowieso schon habe, die ich nicht leisten kann, wollten die mir einfach nochmal zweimal mehr Geld abbuchen. Alter, wird der mich verarschen. 90 spendet 3 Euro. Das war diese Abbuchung, die ich euch gezeigt habe. Das war gar nicht, das hatte gar nichts mit meinen, warte, ich kann... Das ist ja das Geile, da dachte ich ja erst, warte. Ich muss ja ein bisschen aufpassen, wie ich euch das zeige. Ah, das war ja diese Abbuchung vom Finanzamt. Ja, und ich dachte, dass das was mit meinen jetzigen Schulden zu tun hat, aber hatte das gar nicht. Das ist etwas, was sie mir noch oben drauf geben wollten. Das hat mein Steuerberater aber sofort geklärt, funktioniert überhaupt nicht. Ihr müsst euch vorstellen, diese 42.000 haben gar nichts mit meinen Schulden zu tun. Das war wieder was ganz anderes. Das sind einfach nur weitere Vorauszahlungen, die das Finanzamt haben wollte, als sie gemerkt haben, dass ich 21 weniger vorausgezahlt habe, als ich eingenommen habe. Digga, das kannst du niemandem erzählen. Look at this beautiful money. Ja, jetzt hat mein Steuerberater das erstmal, so klar gemacht, dass es gerade auf keinen Fall geht. Jetzt müssen wir versuchen bei der Gemeinde, das soll aber auch alles gut funktionieren, dass ich alles versuche in 2 oder 3 Raten, dass ich alles in 2 oder 3 Raten zurückzahlen kann. Keine Ahnung, ob es funktioniert. Ich bin ehrlich, oh Alter, Schwede. Greenbar spendet 30 Junge. Euro fürs Finanzamt. Dankeschön. Ha. Greenbar, dankeschön, vielen, vielen Dank. Ich muss euch ehrlich sein, November war ein kranker Monat, der mir zum Teil schon den Arsch gerettet hat, so dass ich auf jeden Fall nicht leer vom Finanzamt dastehe. Deswegen geht hier nochmal ein ganz, ganz, ganz großes Dankeschön an euch raus, dass ihr mich hier im November so unterstützt habt. Da kam wirklich eine gute Zahlung rein, womit ich auf jeden Fall dem Finanzamt schon zeigen kann, ich will euch nicht verarschen. So, dass ich jetzt hier nicht kommen mit muss, ey, ich kann euch 1.000 Euro die Raten zurückgeben und in 6 Jahren bin ich dann durch damit. Deswegen, ihr habt mir so den Arsch gerettet bei einer Sache, wofür ich komplett selbst verantwortlich bin. Wie gesagt, müssen wir nicht drum herum reden. Ich habe Scheiße gebaut und ihr habt mir im November so den Arsch gerettet mit dem, also wie gesagt, die Twitch-Auszahlung, die Donations, die ihr rausgehauen habt, das hat mir so den Arsch gerettet, dass wir jetzt auf jeden Fall fürs Finanzamt ein Fundament haben, um auch Handlungsspielraum zu haben. Weil ich kann nicht zum Finanzamt kommen und sagen, ey, ich gebe euch 1.000 Euro im Monat. Ich habe immer Vorauszahlungen geleistet. Das ist ja die Sache. Ich habe auch 21 schon vorausgezahlt. Aber es war nicht mal ansatzweise das, was dann am Ende rumkam. Weil ich von 20 zu 21 so viel mehr verdient habe. Obwohl es gar keinen Sinn ergibt. 20 war ich auf Madeira. Da habe ich extrem viel Geld verdient mit YouTube. Hä? Ach, keine Ahnung. Ja, das ist alles... Jedenfalls hat mein Steuerberater gesagt, wir werden versuchen, also es steht noch nicht fest, ob die sich auf Ratenzahlung einlassen. Er sagt, erfahrungstechnisch, Finanzamt muss man gucken. Ich habe ja eigentlich einen guten, ich bin eigentlich auf einer guten, soliden Position beim Finanzamt, weil ich habe mir ja nie was zu Schulden kommen lassen. Ja, ich habe mal später eingereicht und ja, Geld kam auch mal mit einer Mahnung ein bisschen später, aber ich habe sonst über meine gesamte Selbstständigkeit auf YouTube und Twitch habe ich nie Probleme gehabt. Und deswegen denke ich, dass ich da einen ganz guten Stand habe. Und das versucht mein Steuerberater jetzt so einzufädeln, dass ich beim Finanzamt... JOKZZ_Sie hat 5 Subs verschenkt. Dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank. Grüße geht raus an dich. Vielen Dank für die Unterstützung. Ja, muss man gucken. So, das gibt ja zwei. Es gibt ja einmal die Gemeinde, es gibt ja einmal die Gewerbesteuer. Oder war das so? Er hat gesagt, es gibt 2 Instanzen. Es gibt einmal die Gemeinde, die Geld von mir will, also in Form von Steuern. Und es gibt einmal das Finanzamt. Und er hat gesagt, Gemeinde, also Gewerbesteuer und sowas, das ist schon sehr wahrscheinlich, dass ich das Geld, dass ich das in Raten zahlen kann. Finanzamt muss man gucken.
Aber er hat gesagt, wir sind da gute Dinge. Er denkt nicht, dass sie die Ratenzahlung ablehnen. Und ich denke, das wird alles funktionieren. Und wie gesagt, dadurch, dass ihr im November so eine krasse Unterstützung gegeben habt, habe ich auch ein Polster. Also, was heißt ein Polster? Ich habe auf jeden Fall Geld, mit dem ich dann auch verhandeln kann, damit ich den Leuten auch sagen kann, ey, lass uns irgendwie 3-4 Monatsraten machen oder je nachdem, ob wir das hinkriegen. Ich muss erstmal gucken, wie das funktioniert und ob die sich darauf einlassen. Ich update euch da auf jeden Fall auch, was die Sache angeht. Und wenn alles gut ist, nehmen die das an. Das muss jetzt erstmal geklärt werden. Vielleicht sagt das Finanzamt auch, nö, wollen wir nicht. Wir wollen alles auf einmal. Dann ist natürlich Arschkarte. Da muss man gucken, wie man es macht. So, aber ich denke nicht, dass sie das machen. Warum sollten die das machen? So, ich hab mir ja nie was zu Schulden kommen lassen und so. Und wenn die sagen, nein, wir wollen alles auf einmal haben, dann kann ich es trotzdem nicht leisten. Versäumniszuschläge sind natürlich scheiße. Ich habe wirklich diese 1% bekommen. Gott sei Dank. Gott sei Dank nur auf einen kleinen Teil. Wie gesagt, das sind ja 4 oder 5 verschiedene Zahlungen, die ich leisten muss irgendwie, keine Ahnung. Und dadurch, dass sie jetzt auch noch Vorauszahlungen für 22 und 23 haben wollten, das ist echt scheiße. Aber das haben die, glaube ich, gecheckt. Das hat mein Steuerberater geklärt. Und da bin ich auch sehr dankbar. Alter, Green Bear! Green Bar spendet 50 Euro. Kopf hoch, schaffst du schon. Nächstes Jahr wird besser. Green Bear, dankeschön. Vielen, 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 vielen Dank für die 50 Euro. Alter Schwede, wieso wird das nicht ausgedruckt? Das sollte eigentlich auch ausgedruckt werden. So eine Scheiße. Erzählt es mir nicht. Das ist ja das Problem. Ich weiß nicht warum, aber 21 habe ich extrem viel Geld verdient. Und das wird mich jetzt richtig auseinandernehmen, weil danach werde ich jetzt, nach dieser Gewinnermittlung werde ich jetzt berechnet. Und das muss ich jetzt auch weiter vorauszahlen. Und das ist, naja. Was habe ich denn 21 gemacht? Das ergibt keinen Sinn. Geld ausgeben. Geld ausgeben ist bei mir nie das Problem gewesen. Ich habe immer extrem gut abgesetzt. Und ich muss auch jetzt eigentlich theoretisch noch irgendwas finden, was ich machen. Irgendein Dings. So, Jahresende, jetzt schnell nochmal. Oh mein Gott, ich muss mein... Ey Leute, es tut mir leid, das muss ich jetzt on-stream machen. Als das Gespräch zu Ende war, hat mein Steuerberater mich nochmal darauf hingewiesen, es wäre gut, Ausgaben zu haben. Also wäre das doch ein perfekter Moment, um auch deine Schulden bei uns zu bezahlen. Und ich so, ja, mein letzter Wert war irgendwie 3.500 Euro Schulden beim Steuerberater. Nein, es sind 5.400 Euro. Ich habe einfach 5.000 Euro Schulden beim Steuerberater. Das kannst du niemandem erzählen. Gott sei Dank verstehen wir uns relativ gut und deswegen muss ich mir da jetzt keine Sorgen machen, dass sie das Mandat irgendwie abbrechen. Aber er hat gesagt, das ist ja auch eine Ausgabe. Tut mir leid, das muss ich jetzt machen. Es ist der 30. Eigentlich kann ich es auch morgen machen, oder? Wie alt ist dein Steuerberater? Keine Ahnung. 35, 40? Keine Ahnung. Mach jetzt, okay. Und ratet mal, was zum Jahresende auch reingekommen ist. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Meine scheiß Autoversicherung. 1.300 Euro wurden abgebucht. Ey, die können sich mal alle f***en, Alter. Wirklich. Wenn man dann auf einmal nicht mehr so viel Geld auf dem Konto hat, dann merkt man erstmal, wie diese ganzen Ausgaben einen auf einmal auseinandernehmen.